Hallöchen Leute, ich begrüße euch aus dem Raimund Theater hier in Wien. Heute habe ich euch nämlich in mein Lieblingstheater mitgenommen. Warum Lieblingstheater? Ich war schon ziemlich oft hier, aber heute schaue ich mir zum allerersten Mal Mozart das Musical an. Heute stelle ich euch wieder ein österreichisches Musical vor. Mozart hatte seine Uraufführung im Oktober 1999 im Theater an der Wien. Wie Elisabeth ist es ein deutschsprachiges Musical von Michael Kunze und Silvester Levin. Das Musical besteht aus zwei Akten und hat ziemlich fetzige Pop-, Rock- und Klassiklieder. Sachen, die ihr von Mozart vielleicht schon kennen könntet. Er war unter anderem auf dem 5000-Schilling-Schein zu sehen. Werke von Mozart, die ihr kennt? Ganz bestimmt die Zauberflöte. Habt ihr euch in der Unterstufe, in der Grundschule sicher einmal angeguckt. Entweder in der Kinderversion oder vielleicht doch sogar in der Oper. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 in Salzburg geboren, war ein Komponist der Wiener Klassik. Zu Beginn des Stückes befinden wir uns auf einem Friedhof. Dort zeigt die Witwe Mozart einem Mann aus Frankreich das Grab ihres verstorbenen Mannes. Am Ort angekommen wird innegehalten und man wird in die Zeit Mozarts zurückversetzt. Wolfgang Amadeus Mozart wird als Zerrissener dargestellt. In seinem Bemühen um ein freies Leben und eine künstlerische Entfaltung ohne Zwänge stößt er oft bei seiner Umwelt an. Insbesondere bei seinem Vater. Ich könnte mich hassen, dich ziehen zu lassen. Nie werd ich's mir verzeihen. Und Erzbischof Colloredo. Am Ende mit meinem Griechisch und Latein. Mein Verstand läuft gegen Wände. Was ich sehe, sehe ich nicht mehr. Auf der Bühne steht Mozart das nur für ihn sichtbare Porzellankind Amadei zur Seite. Es verkörpert den kleinen Mozart, arbeitet unermüdlich an neuen Symphonien und ist am Ende für den Tod Mozarts verantwortlich. Und ich dachte mir, vielleicht sage ich auch mal ganz kurz ein paar Worte zum Musical. Es kommen gerade ganz viele Gefühle zusammen, weil ich einfach nicht mit so einer Inszenierung gerechnet habe. Die Lieder sind manchmal teilweise komplett anders, neu. Ich habe ganz vieles nicht erkannt, weil ich muss gestehen, ich habe jetzt, bevor ich nach Wien kam, den Soundtrack rauf und runter gehört, aber von der Inszenierung von 1999. Jetzt setzt du dich dann hier ins Theater und auf einmal, wow, klatschen die da irgendwie gefühlt ganz neue Lieder um die Ohren, neue Texte. Die Familie Weber reist in so einem Van. Es schaut so lustig aus einfach alles. Bisher bin ich richtig begeistert, also Daumen nach oben, gefällt mir sehr, sehr gut. Was mir ein bisschen weniger gefällt, ist, dass diese wilde Art von Mozart nicht ganz so rüberkommt, wie ich es gewohnt war. Aber das ist jetzt nicht allzu tragisch, deswegen, er macht das ganz gut, kann man nichts sagen. Und ich bin total happy, weil ich mag Seibert als Graf Colloredo, Bischof zu sein, als Bischof habe. Ich muss jetzt langsam auch anfangen hier zu trinken, weil ich habe es schon einmal Leuten gehört. Und natürlich lernen wir bei jedem Theaterbesuch etwas Neues dazu. Dreimal klingelt es, bevor man wieder in den Raum zurück muss. Das bedeutet, wenn es das erste Mal klingen hört,
versucht schon mal schnell auszutrinken. Zweite Mal klingelt Börte dann schon, okay, hurtig, hurtig, langsam zurück zum Platz. Und wenn es das dritte Mal klingelt, dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ja, Mozart ist jetzt vorbei, ich bin überwältigt. Leider finde ich es schade, dass Mozart nur noch bis 20. März hier im Raimundtheater sein wird. Danach kommt wieder Ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens. Das bedeutet, wenn ihr euch das Musical anschauen gehen wollt, solltet ihr das wirklich, wirklich schnell machen, weil es echt nicht mehr viel Zeit ist, bis es wieder weg ist, was ich persönlich richtig, richtig schade finde, weil ich habe das Musical so in dieser Form gerade total in mein Herz geschlossen und ich würde es mir gerne auch noch 3-4 Mal anschauen gehen, aber das werde ich nicht mehr ganz schaffen. Ihr wisst, ich habe mich schon ausgestattet, unter anderem habe ich mir auch die Gesamtaufnahme gekauft, das bedeutet nur das, was die quatschen, ist nicht drauf, aber alle Lieder, die werde ich mir jetzt gleich im Auto mal rauf und runter anhören, mich an den neuen Soundtrack gewöhnen, mir die neuen Lieder einprägen und natürlich ganz stark lauthals mitsingen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben, dürft auch gerne eure Kommentare unten in die Box klatschen. Ich freue mich darauf, euch ins nächste Theater mitzunehmen oder vielleicht wird es auch mal, ich weiß nicht, eine Oper oder so, werden wir sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video und ciao, ciao.